Beim Start. Hi Leute und damit herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Mit dabei Jonathan, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, und zieht's euch rein in seine Rastasen weg. Das sieht jetzt wieder aus wie ein ordentlicher Mensch. Sehr cool. Wir sind heute in Waldsaßen, besser gesagt am Skihang Schlobbach unterwegs. Wer die Videos verfolgt, weiß, ich war das letzte Mal schon hier. Aber jetzt ist die Strecke komplett fertig, es ist Belag drauf, wir können komplett von oben nach unten durchfahren, und da haben wir gesagt, das checken wir heute mal aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So Leute, Handschuhe an. Hier war der alte Lift, der steht leider nicht mehr. Wie gesagt, hier war vorher eine richtig geile Vorcross-Strecke. Jetzt ein geiler Vorcross-Trail. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt Jonathan rein. Mal sehen, ob er gleich bis unten mit durchzieht. Viel Spaß. Let's go. Viel Spaß. Wollen wir rein. Wie gesagt, das obere Stück. Jetzt auch fahrbar. Alles neue. Absolut. Yes. Alter. Mega, mega. Vor allem die Kurven machen halt auch ultra Spaß. Geil. Also mit dem Belag richtig fett. So Leute, Jonas ist auch am Start. Jonas hat den mitgebaut. Willst du kurz was sagen zur Strecke? Ja, wir sind hier in Schlobbach beim neuen Flowtrail. Jetzt ist seit Sonntag letzte Woche eröffnet worden. Und jetzt kam nochmal ein Belag drauf. Also läuft richtig gut. Und wir schauen uns jetzt so zusammen einmal die Pro-Line an, jo, dem unteren Teil. Bist du bereit? Viel Spaß. Viel Spaß. Wollen wir? Let's go. Traben. So geil. Dann müsstest du hier noch den Pro-Line durch den Wald. Ja, mega, mega. Platz hätten wir noch. Extrem schwül heute. Wir checken jetzt noch mal kurz den Luftdruck der Räder. Wir hatten beide noch Enduro-Setup, ziemlich weiche Reifen gehabt. Ich habe meinen Dämpfer mal hinten noch ein bisschen aufgepumpt, dass er dann ein bisschen härter ist. Und ja, weil unten, wie gesagt, der Pro Double, der kickt ein bisschen, deswegen mit weichen Fahrwerken nicht ganz so cool. Ja, deswegen haben wir jetzt einfach noch ein bisschen was verändert, und dann geht es direkt nochmal in die Line. Let's go. Auch wirklich ein tolles Gefühl, wenn der Schweiß immer ins Auge läuft. Oh, Hammer, Hammer, Hammer. Wir lieben es. Mm. Vor allem wie der pumpt hier, das ist schon eine spezielle Technik. Guck, auch direkt hier Beine durchgestreckt, dass er gleich ein bisschen die hintere Kette dehnt. Also Wahnsinn. Der denkt halt einfach mit beim Arbeiten. Fahren wir wieder den ersten Part. Kurz abchecken und dann Part 2. Let's go, wir rollen wieder von hier oben rein, da hat man gleich ein bisschen mehr Schwung. Kann auch ganz normal von unten losfahren. Ja. Yeah.
Boah, der Wind! Juhu! Absolut geil. Alter, der Wind da oben. Übel. Geilste Aktion gerade. Jonathan hat sich gerade mit Westen gemessen. Wenn man aber sieht, über ihn ist ein Ast mit Blättern dran. Der hat immer mal oben reingekrabbelt und da hat er gedacht, die Viecher sind aktiv. Ich auf. So, wir sind gerade den Brodabbel gefahren. Jetzt haben wir noch eine Chicken Line mit schönen Anliegern. Und die wollen wir euch jetzt auch noch mal zeigen. Fährst du wieder vorne weg? Ja, gern. Boah. Jo! Rabmeister. Sehr geil. Mega. So, wir werden immer mehr. Wir fahren jetzt mal einen schönen Train alle zusammen. Jonas fährt vorne weg. Jonathan fährt in der Mitte mit der 360. Da können wir dann immer mal ein bisschen rumswitchen. Ja. Zeigen wir euch nochmal die ganze Strecke mit den Boys. Wollen wir oder was? Wie ist die Reihenfolge? Du vorne weg, dann du, dann ich. Ja? Gut. Noch kurz chillen, aber ich war mir nicht so sicher. Aber geil. So Leute, hier ist der große Skihang von Schlappach. Lift steht wie gesagt nicht mehr, aber hier soll es noch zwei Trails geben und die ziehen wir uns jetzt mal rein. Hier sind auf jeden Fall die Eingänge. Checken wir jetzt mal ab. Okay, wir starten mal in den Lomi Omi Trail. Ziemlich geil. Jonathan vorneweg. Let's go! Thank you.
Dieser Stock möchte mir einen Streich spielen. Hau ab. Der Elderstab. Oh. Vingabium. Libius. Schluck Schnecken. Das hättest du mal zu mir sagen sollen. Also wieder wie die zwei Experten reingefahren. Erstens wussten wir teilweise nicht, wo es lang geht. Und drittens. Erstens und drittens, genau. Und zweitens haben wir einfach gefühlt 100 Bar auf dem Reifen, mal wieder typisch. Ja, also nicht die besten Voraussetzungen für heute. Aber muss sagen, war trotzdem funny. Ja? Fans, hier ist der Skihang. Da vorne geht es Richtung Vorkrossstrecke. Hier kannst du Hillbomb machen. So, direkt wieder oben angekommen. Wollen wir vielleicht mal minimal Luft rauslassen? Obwohl es eigentlich trotzdem. Aber es ist trotzdem noch zu viel. Ach, egal. Leben am Limit. Genau. Emil Trail. Gucken wir mal, wo der lang führt. Bestimmt durch den Wald, oder? Ich hoffe, ne? Film das? Klar. Weiß ich. Los geht's. Spaß, also halt immer, wie schon gesagt, wenn man die Trails noch nicht kennt, die sind wir halt hier noch nie gefahren, aber macht richtig Spaß. Leute, wir sind am Ende des Videos angelangt, richtig, richtig geiler Tag mit Jonas und Jonathan. Trails sind wir jetzt jeweils einmal runtergefahren, also könnten wir jetzt noch öfter fahren, aber wir haben jetzt noch eine andere Mission. Deswegen, absolut geil, die Vorkrossstrecke ist hier wie geleckt. Einfach nur fett, es macht so viel Spaß, da kommen halt direkt auch die Vorkross-Vibes wieder. Die Jungs haben gesagt, am 7. September wird hier eine öffentliche Eröffnung eigentlich stattfinden. Ja. Und wenn ihr da Bock habt, kommt auf jeden Fall mit rum. Ich denke, wir werden, wenn alles klappt, auch am Start sein. Und vielleicht sehen wir uns und können die ein oder andere Lap zusammenheizen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, lasst ein Like da, abonniert den Channel. Und dann bis zum nächsten Mal. Es ist immer noch Jonathan, nur ohne Rastas. Viel Spaß. Viel Spaß. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.